Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shortest Trip to Earth. In der letzten Folge haben wir aufgehört, an dieser Stelle gegen diese, ja, nennen wir sie Händler? Ich denke. Die haben uns verarscht. Die haben uns was verkauft, aber haben dann quasi die Hälfte einbezogen. Also, wir haben halt quasi gesagt, so, okay, ich hätte gerne 150. Wir haben dafür bezahlt, aber die haben uns quasi nur 68 gegeben. Und auch wenn die drei Nukes haben, finde ich das nicht lustig. Aber wir müssen die Nukes irgendwie loswerden. Deswegen werde ich meine eigenen Nukes nutzen, um ihre Nukes zu zerstören. Ich möchte die unbedingt vernichten, um jeden Preis. Ah, die haben Anti. Oh, die haben Anti. Ich hoffe, das reicht. Jawohl, okay, gut. Also immerhin haben wir das hier, haben wir zumindest geschafft. Das war mal ein Anfang. Wir haben jetzt leider nicht den erwünschten, das erwünschte Ziel erreicht. Das wäre nämlich einmal die Nukes hier gewesen, aber... Wir haben jetzt immerhin schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Hätte trotzdem besser sein können. Okay, ein Energy Reactor ist down. Was ist das hier gewesen? Shield Batteries. Auch down. Schaut schon mal ganz gut aus. Das Schiff hat einiges Trouble. Bisschen was kaputt. Aber die Nukes hätten besser sein können. Müssen wir nicht diskutieren. Schade. Waren teuer. Ja, die haben mich irgendwo getroffen. Mach mal Reparatur an. Wenn ich das hier ausmache, dann reparieren die nicht. Dann reparieren die quasi nur das Nötigste, ohne allerdings Ressourcen zu brauchen. Da war noch Feuer. So, deswegen habe ich das jetzt angemacht, dass die auch mit... Okay. Oh, die schießen ihre Nukes. Die haben die Nukes geschossen. Oh, das hat sich allerdings richtig rentiert. Oh. Also auch wenn ich jetzt hier ein bisschen Schaden habe und so. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Was ist das hier? Ein Cooled Ion Reaktor. Ja, jetzt macht ihr mal hier, ne? So, genau. Was gibt's hier? Fuel. Fuel brauchen wir auch unbedingt. Wir könnten was verlieren. Ja, hat sich jeder mal nicht gelohnt. Es ist immer so, wenn ich irgendwas mache, so, es steht da so, ja, es ist riskant, mach's nicht. Ich mach's trotzdem und dann komme ich direkt auf die Schnauze. So, könnt ihr das jetzt mal reparieren oder so? Ich habe quasi das komplette Schiff hier ist quasi damit beschäftigt, hier alles wieder auf Vordermann zu kriegen, aber irgendwie bringt das nichts. Was ist das hier? Das Science Lab ist aktuell außer Betrieb. Ist natürlich alles außer Betrieb jetzt, logischerweise, weil natürlich alles repariert wird. Oh, der Damage war schlimm, glaube ich, den die hier gemacht haben. So, Synthetics und Metall. Also, wenn man die Systeme repariert, das kostet Synthetics. Das andere kostet Metall. Habe ich noch einen Reaktor? Wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal ganz anders. Wir tun den da. Storen und tun statt dem den Cooled Ion Reactor rein. Das ist eh besser. Dann können wir den scrappen. So. Was bringt mir das, den zu scrappen? Metals und Statics, da brauche ich eigentlich gerade. Komm, scrappen wir den mit. Wir haben immer noch ein Fuel Leak. Das ist wegen dem hier. Aber das sollte jetzt gleich geschlossen sein. Sehr gut. Jetzt haben wir keine Ressourcen mehr. Mal gucken, was wir noch reparieren können für... Haben wir noch Critical Damage? Nein, haben wir nicht. Habe ich irgendwas, das ich verkaufen kann? Ein bisschen was. Nicht genug Credits. Ja gut, Module werden so nicht repariert, ne? Das ist der Nachteil. Ich brauche halt Synthetics, um die Module zu reparieren. Aber okay, wir haben jetzt erstmal das Schiff zumindest wieder groß und groben, wenn wir wieder auf Vordermann gebracht. Und schauen wir weiter. Gibt's hier nichts Großes, wie es ausschaut, nur das.
Oh, das ist ein sehr militärisches, industrielles, insektives Volk. Mit vielen Städten und Industriegebieten. Die haben direkt gesagt, nee. Wir können abhauen und Stealth-Bots zu schicken. Ups, die haben uns gefickt. Die haben einen Nuklearangriff gegen unser Schiff gestartet. Wir könnten die Missiles catchen. Minus Ressourcen, plus Ressourcen. Hey, wir haben Nuclear Warhead. Geil. Kann man direkt installieren. Oder wir scrappen den. Nein, wir tun ihn installieren. So, sonst nichts mehr, oder? Gut, gehen wir weiter. Entschuldigung. Ich bin gerade verwirrt gewesen. So. Was gibt's hier? Nichts. Okay. Warum habe ich keinen am Sensor? Wo ist mein Sensor? Ist der kaputt? Warte mal ganz kurz. Ich müsste eigentlich ein Sensor sein irgendwo. Da. Aber ich kann ihn nicht reparieren, weil ich keine Synthetics habe. Ich krieg's kotzen. Das ist ja super, super doof jetzt. Okay. Das ist komplizierter, als es mir lieb wäre. Das ist nämlich jetzt dumm. Machen das jetzt an. Wir müssen SOS machen. Und hoffen, dass jemand kommt, der nicht so böse auf uns ist. Das sieht gut aus. Scavenger. Attack Scavenger Ship. Zumindest, die haben nichts, was wir brauchen. Ah, verdammt. Shield Disruptor. Ja, jedenfalls haben die trotzdem nichts, was ich brauchen würde. Also weiter SOS funken. Da kommt was. Schmuggler. Bringt uns aber auch nichts. Kann mich nicht jemand angreifen? Oder Sklavenschiffe, die wären auch was. Sklavenschiffe sind nämlich immer einfach zu zerstören. Oh, jetzt kommt da so. Spermien. Critical Damage, natürlich. Klar. Ich muss niesen. Danke. Lustig ist, wenn ich im Sektor 4 oder 3 war und die haben einen angegriffen, haben die einen quasi überhaupt nichts getan, weil die total useless waren. Und hier auf einmal in Sektor 1 mit einem Superschiff. Wow, bam, die zerstören fast. Alles klar. Okay. Synthetics, das ist das, was ich will. Damit ich quasi ein bisschen weiter reparieren kann. So, jetzt haben wir wieder einen Sensor. Das ist das Wichtigste. So, gibt es jetzt hier irgendwas in dem Sektor? Metallobjekt? Oh, wir haben mal was geschafft. Oh, geil. Wir haben mal wirklich was geschafft, ohne kaputt zu gehen. Ich bin so beeindruckt. Ich hätte gewettet, dass ich wieder sterbe jetzt. Oh, das sind gleich lauter feindliche Flotten da. Okay, da ist eine feindliche Flotte. Da ist eine feindliche Flotte. Und ich habe gleich keinen Sprit mehr. Da gab es mal eine Schlacht. Und wir haben 21 Metall bekommen. Richtig nice. Hat sich richtig gelohnt. So, dann greift ihr mich jetzt mal an, bitte. Ratten Empire. Ja, okay. Na, wir kämpfen natürlich. Oh, und noch ein anderes Schiff greift mir dann. Alles klar. Ja, wenn, so nach Motto, wenn schon ficken, dann richtig. Denken die sich. Denke ich mir auch immer.
Was ist das hier? Das ist denn ihr Hauptgeschütz, oder? Boah, die haben so viele Geschütze hier, euer Ernst. Was man in dem Fall machen will, ist halt eigentlich möglichst beide zerstören. Beziehungsweise möglichst ein Schiff zuerst zerstören, dann aufs andere konzentrieren. Okay, schauen wir mal, was das jetzt hier bringt. Da wird direkt wieder... Aber immerhin, dieses Mal ging diese Nuke durch, die ich mir geklaut habe hier von denen. Wir sehen übrigens unsere Energieversorgung. Das können wir beeinflussen. Wir können jetzt zum Beispiel, wir könnten das umlenken. Aber das passt ja aktuell alles so, wie es ist. Das erste Schiff ist gleich weg. Ne, noch nicht ganz. Die mucken noch ein bisschen. Munition habe ich aktuell noch genug. Vor allem Laser brauchen ja keine... Explosives Laser brauchen ja nur Energie. So, die sind jetzt offiziell Geschichte. Auch wenn die zu meinen persönlichen... Zu meiner persönlichen Unzufriedenheit mir schon wieder ein Schiff... Ein Geschütz zerstört haben. Finde ich nicht so nett. Fände ich nett, wenn ihr das mal sein lassen könnt. Das war schmerzhaft. Das war Multicontainer, Laser, Brücke. Also da funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Okay, kein Treffer. Schieß mal hier so ein bisschen hin mit deinem Laser. Die lacken sich natürlich rum, werden natürlich alles wieder deflected. Finde ich natürlich nicht so nice, aber was willst du machen, ne? So, zum Glück... Das ist so ein Kampf, der gefällt mir. Die kommen nicht durch meine Schilde durch. Da brennt's. Jungs, es brennt bei euch. Sollte man vielleicht jemand löschen gehen? Ich glaube, die sind gleich tot. Das ist das Lustige, weißt du? Ich greife die so an und denken sich so, oh, großes Schiff, gefährlich. Oh, das war alles. Oh Gott, damit kann ich nicht mal was reparieren. Okay, der ist nice. Der ist shit. Aber ich krieg zum Tactics. Und den kann ich installieren, jedenfalls. Er ist nice. So. Damit bin ich jetzt quasi wieder fast voll einsatzbereit, ne? Aktuell habe ich einen und noch frei. Ach, das ist die Katze, ne? Zwei Katzen sind frei, die brauchen wir nicht. Können wir etwas aufleveln eigentlich? Meine ganz andere Frage. Nein, können wir derzeit nicht. Schade. Okay, schauen wir weiter. Die erste Flotte... Oh Gott. Die erste Flotte ist ja tot. Elektromagnetischer Planet. Schauen wir mal, was es so zu erkunden gibt. Wir haben einen Organismus gefunden. Ein wunderschöner großer Baum. Okay. Wir können das Ganze researchen und neu pflanzen. Exotics ernten. Warum minus 25 Fuel? Achso. Wir machen eine Research. Wir bekommen Credits und 3 Fate Points, was uns natürlich für den nächsten Run hilft. So, die greifen mich an, das finde ich nett. Approaching ship, we detect tactical weapon range. They're using bla bla. Bekämpfen. Ist mir egal. Ich bin gerade so im Kampfmodus. Das sind voll die kleinen Schiffe. Die haben nicht mal Schilde. Also in manchen Fachkreisen würde man sagen, es ist ein unfairer Kampf. Vor allem habe ich direkt irgendwas kaputt gemacht. Die Engine. Das Geschütz ist auch gleich kaputt. Okay, gut, dann lassen wir das jetzt mal kurz sein. Das Geschütz, der eh schon kaputt ist. Dann brauchen wir gar nicht weiter auf das Schiff da oben schießen. Vor allem, die kommen nicht mal... Das ist total unfair, der Kampf halt. Das ist ein Witz. Und wenn ich jetzt von den Schiffen bessere Beute bekomme als von den anderen zwei Schiffen, dann raste ich aus. So, das erste Schiff ist weg. Oh, die haben das Ding repariert. Oh. Übertreibt halt. Und tschüss. Also ohne Schilde und ohne Verteidigung und alles, ist es wirklich ein richtiger
Ja, das ist. Also, die haben mir jetzt fast leid getan, sogar, muss ich gestehen. Und ich habe mehr Beute als vom letzten bekommen. Mikrojaktor, eine Kanone und Fastfanglaser. Und das werde ich scrappen, weil ich denke, das ist useless. Ja. Das Ding hingegen, muss ich mal gucken, habe ich aktuell noch plus 9er, also da ist eh schon besser. Gut, jetzt habe ich immer wieder ein paar Ressourcen, das hat auch schon mal seine Vorteile. Wir loaden wieder unser normales Preset. Da war ich schon, da ist ein Black Hole, da war ich auch schon. Ach ne, schon mal das Black Hole, ne, da muss ich hin. Was ist das da, ein Feuer? Ja, das sieht auch so aus, als ob man das Ganze machen könnte. Die greifen uns jetzt von hinten an. Das ist nicht so nett. Das ist ein Minischiff, das ist eher... Das können wir ignorieren. Was wir machen wollen, ist das Schiff hier. Das ist quasi unser Hauptaugenmerk. Kann ich mir eine Atomwaffe bauen? Nebenbei gefragt. Ah, das Problem ist, die greifen mich von hinten an. Das finde ich nicht nett. So... Anti-Shield Nuke sollte eigentlich einfach nur das hat nichts gebracht. Die hätte eigentlich ihr Schild zerstören sollen, hat sie aber nicht. Ah, schade. So, wir zerstören immer ein paar Systeme. Die Waffe ist tot. Und die wollen abhauen, oder was? Nicht, aber nicht. Das ist der Warp Drive. Wenn der Warp Drive voll ist, dann wollen die abhauen. Aber die sind tot, okay, gut. So, wir haben Feuer und ein Leak. Das Feuer sollte demnächst gelöscht werden, hoffe ich. Jawohl. Könnt ihr mal bitte da auf die schießen jetzt? Dankeschön, die Waffe ist immer schon mal tot. Oh, das Ding trifft doch alles. Halt, er trifft mit jedem Schuss. Wenn ich mit dem Ding schießen würde, ich würde schon auf 10 Jahre nichts treffen. Gut, das war's jetzt, danke. So, mal gucken, ob sich das gelohnt hat, den Schaden, den ich hier bekommen habe. Ja, ja, und 3 Module. Den habe ich ja gerade schon bekommen. Die sind nice, tatsächlich. Da kann ich zumindest einen Reaktor nochmal austauschen. Ich noch irgendwo Reaktoren? Das war jetzt der Reaktor mit 13, das war jetzt einer mit 12 bis 25. Habe ich noch irgendwo Reaktor? Von dem ich nichts weiß vielleicht. Ja. Also quasi besser wie der nicht mehr. Den brauche ich eigentlich auch nicht, weil ich habe da eh schon alles. Gut. Sind wir durch? Ne, Gasgigant noch. Guck mal. Oh, um Himmels Willen. So. Die Risks sind akzeptabel. Safe, wenn ich das jetzt mache, ich werde direkt sterben. Ne, ich habe es sogar echt mal geschafft. Wow. Wir könnten mehr ernten. Aber es ist riskant. Und auf riskant habe ich gerade keine Lust tatsächlich. Deswegen lassen wir es. So, das ist mal ein Planet, da sind Sachen drauf. Okay. Können wir das jetzt mal anschauen. Das ist eine frühe Zivilisation. Kleine Stämme sind da. Die größtenteils nur fischen. Wir tun die nur researchen. Ich möchte nicht mit denen in Kontakt treten. Ich bin ja eher so der Peaceful Player. Das ist ein Advanced Science Lab. Warum ist da keiner? Ich brauche mehr Crew. Leute, ich brauche mehr Crew.
Weiß zwar noch nicht woher, aber ich brauche mehr Crew. So, das ist Exit. Fliegen wir mal hin. Wir haben jetzt Credits 196. Und da ist Kampf. Und da ist ein bisschen was gefunden. So, gucken wir mal, wer uns hier herausfordern möchte. Wieder mal das Ratten-Empire. Wer auch sonst. Ja, oh, das ist ein starkes Schiff. Oh, powerful. Und noch ein zweites Schiff. Oh Gott, oh Gott. Wo ist die Nuclear Weapon, von der sie geredet haben? Da ist sie. Das ist der Decoy Missile. Hm. Ja, das Schiff an sich ist stark. Kann ich, kann ich einen Nuke bauen? Irgendwas Besonderes? So, was mir helfen könnte? Ja, eine Fuel Pack Nuke. Die macht Feuer. Gucken wir mal, wie weit das funktioniert. Alle erstmal am Schießen. Direkter Treffer. Ah, okay. Das Ding ist leider nicht da gelandet, wo ich es mir vorgestellt hätte. Aber es hat Feuer gemacht. Es spreadet. Es hat direkt ein Modul zerstört. Es hat zwei Module zerstört. Okay, das war immerhin schon mal etwas. Ich weiß leider nicht mehr, was für Module das waren. Ich glaube, der Shit. Okay, die wollen abhauen. Das ist schon mal gut. Das heißt, die haben nämlich richtig Probleme. Wo ist der Warp Drive? Da. Also wir sollten das Schiff zerstören, bevor der voll ist in 20 Sekunden. Ja, das schaut gut aus. Jawohl. Lass mal das Schiff noch schnell weg. Und das sollte sich auch nochmal... Wow. Das war der Hit der Woche. das sollte sich auch nochmal richtig lohnen jetzt. Hat der überhaupt einen Warp Drive? Können die überhaupt abhauen? Eine ganz andere Frage. Die können gar nicht abhauen, ne? Die haben keinen Warp Drive. Fällt mir gerade auf. Kommt mir jetzt so. Ich brauche wieder Explosives dringend. Okay, das hat sich schon mal gelohnt. Zwei Module. Schauen wir mal, was wir so kriegen. Okay, das schaut gut aus. Das ist nicht so gut. Das können wir direkt strappen. Aber das nehmen wir mal. Und schauen wir mal ganz kurz. Also. Wobei, nee, warte mal. Die hat, unsere aktuelle hat bessere Werte. Dann scrappen wir das einfach. Back to Peace Mode, würde ich mal sagen. Gasgigant. Komm, ein bisschen Sprit nochmal ernten. Natürlich haben wir wieder Verluste gemacht, warum auch nicht. Wie viel Credits haben wir aktuell? 200. Wir sollten auf alle Fälle mal gucken, jetzt was gibt es hier so. Point Defense, Stealth Decryptor. Oha. Feuer, mein Vater. Wir heiern ihn. Reparieren kann man natürlich nichts. Also ich habe nur 4 Credits, okay. Wollte gleich gucken. Haben wir Exotics, die wir verkaufen können? Ja, einige sogar. Davon können wir uns ein paar Explosives kaufen, wollte ich gerade sagen. Nein, können wir nicht, weil es keine gibt. Das Schiff mal wieder grob reparieren. Was wir auch nochmal machen werden, ist Organics verkaufen. Wegen Explosives muss ich da nochmal schauen, wo es die gibt. Was es am Abdurchs Exit Warp gibt. Ja, wir können jetzt gegen die kämpfen. Das wird dann der Kampf des Jahres, ne? Oder wir zahlen den 7 Exotics. Ne, geht nicht. Ja, wir müssen kämpfen sogar. Das Schiff ist groß. Das Schiff ist hässlich. Was haben die denn da? Ist eine Nuke? Das sind lauter Defenses. Das schaut schon so widerlich aus hier alles. Was ich jetzt auf alle Fälle machen muss, ist sehr viel ausgeben. Und hoffen, dass das hier funktioniert, was ich jetzt mache.
Ansonsten, do we have a little problem? Ich hoffe, die zerstören nicht beide Nukes. Eine haben sie zerstört. Die andere hat leider nur die Organics-Container angegriffen. Oh, wir haben aber einiges zerstört. Das ist gut. Ich glaube, ich baue noch eine. Das Problem ist, die ist so teuer. Was ist das? Die MP-Nuke. Die Shieldbreaker-Nuke. Wäre wahrscheinlich die sinnvollste. Komm, wir brauchen auch noch eine Fuel-Pack-Nuke. Es geht hier gerade um alles. Es geht darum, ob wir den Sektor quasi beenden können oder nicht. Und die Fuel-Pack-Nuke schicken wir jetzt mal dorthin. In der Hoffnung, dass es ihr Ziel erreicht. Ja, das war fast ein Hit, aber wir haben nochmal Glück. Die Point Defense ist down. Oh, das sieht gut aus. Die haben immer noch ihre Nuke hier, ne? Oh, einer kommt durch. Oh, verdammt, Glück gehabt. Das Schiff ist in richtig schlechtem Zustand, es brennt. Und vor allem denke ich mal, dass wir da einiges an Ressourcen bekommen und auch wieder an Modulen. Intruders sind incoming. Ja, macht das ruhig. Ist egal. Ne, warte mal, der ist jetzt wirklich an Bord oder was? Ist sein Ernst. Oha. Hätte besser sein können. Oha, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. New Perk unlocked. Yay, 3 Mercenaries. Cool. Okay. Auf in Sektor 2. Wird in unserem Schiff jetzt eigentlich noch gekämpft? Nein, scheinbar nicht. Das große In-Between. Viele Piraten in diesem Sektor. Mal kurz gucken, was ich überhaupt bekommen habe. Ein Energy React. Oh, der ist nice. Red Point Defense 2 ist auch nicht schlecht, so auf den ersten Blick. Kurz gucken, was der Unterschied ist. Energieverbrauch ist gleich. Reload Time ist bei denen niedriger. Ja, das Ding ist schlechter. Na, da müssen wir nicht diskutieren. Das Ding ist schlechter. Aber der Energy Reactor ist auf alle Fälle besser als der unsere. Unsere alle. Den tun wir auf alle Fälle mal scrappen. So. Energietechnisch sind wir super aufgestellt. Müssen wir nicht diskutieren. Nur Fuel schaut jetzt wieder ein bisschen doof aus. Das Ökosystem ist sehr jung. Die Erde ist schlecht. Aber wir können ein bisschen was ernten. Aber es könnte das damagen. Deswegen machen wir hier ein Researchen. Also eher so peaceful. Gibt ein bisschen Credits. Dies, das. So. Der Planet ist geowned bei irgendeiner Bang Mine Corporation. Die schießen automatisch, wenn da jemand zu nahe kommt. Nicht so nett finde. Wir schicken mal einen Bot hin. Und der Bot ist weg. Dann tun wir die Atmosphäre entern. Okay. Ja, wir gehen mal durch. Kein Damage. Der Orbital Warning ist outdated. Niemand ist da. Gut, dann ernten wir das Ganze mal. Ups, okay, doch nicht. Hätte ja sein können. Aber ich habe eh immer Pech mit diesen Events. Oh, nice, wir haben einen neuen Crewmember. Hallo. Hallo, neue Crewmember. Das direkt hier forschen gehen. Speichern. Oh, ich kann die alle ableveln, jetzt da war. So, das machen wir jetzt noch kurz, dann beenden wir die Folge auch schon wieder. So, er ist auf der Brücke, das heißt, wir upgraden ihn brücke technisch.
Ah, das ist unser Roboter, ne? Oder? Nee. Forscher machen Forschung. Umso höher der Forschungswert, umso mehr Credits bekommen wir hier. Natürlich auch seine Vorteile. Gut, Nahrung natürlich dann in dem Fall. Auch Nahrung. Ich müsste ein Medbay irgendwo mal finden oder kaufen. Meine Crew hat alle niedrige Leben teilweise. 6 von 10, 6 von 11, 8 von 11. Wie schlecht die alle in Nahrung finden. Hab voll die schlechten Gärtner an Bord. Okay, dann haben wir jetzt noch, warte mal. Angeblich kann ich noch einen aufwerten. Ich wüsste aber nicht wen. Wie soll ich denn noch aufwerten? Achso. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wie immer Spaß mit der Folge. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder zu Faster than Light, wollte ich schon sagen. Fastest Way to Earth. Macht's gut. Tschüss.